So, ein wunderschönes Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Das Skylar Talk Driving Simulator. Wir waren gerade dabei. Genau, wir bringen gerade einen Auflieger. Ich habe gerade Apfel gegessen. Jetzt auch schon wieder ein bisschen vergangen. So, mal schauen. Muss ich da jetzt geradeaus weiter? Sieht fast so aus, ne? Schwer zu sagen, aber ich versuch's einfach mal. Ich lebe bereits diese Physik. Ach, ich muss andersrum reinfahren. Oh, Glück ist hier so viel Platz. Digga, Alter, ich steuere nur noch so ganz grob, wo der Käfer hinfahren soll. Weil der eh nicht das macht, was er soll. Vor allem bei dem Regen. Also so wie wenn du mit dem Schiff fährst und immer wieder nachsteuerst und hoffst, dass da im Durchschnitt das macht, was du möchtest. Oh, hier gibt's einen Weg. Oh, nichts auf Liga Z2, genau. Ach, hier war der LKW, der war da gar nicht da hinten. Aber. Ah, keine Ahnung, wer weiß. Ich war mir sicher, dass ich hinten einen Auflieger gesehen hatte irgendwie, aber I don't know. Scheinbar nicht. Vielleicht doch. Vielleicht nur irgendwo anders. Aber ist das schon wieder da hinten? Ich sag's euch, wie es ist. Die Dinger spawnen nach, kann das sein? Das hat doch für keinen Auflieger rum. Die Dinger spawnen nach. Na gut, okay. Dann können wir die Welt wohl doch verlassen und doch lieber zur anderen Welt gehen. Alter, das Ding fährt auch wie so ein Schiff. Das ist so krank, Alter. So, ich fahre jetzt einmal die gesamte Strecke ab. Damit ich auch sicher gehen kann, dass abgesehen von dem Auflieger jetzt nirgendwo anders was nochmal Auflieger ist. Aber wenn wir jetzt die nächste Mission annehmen und dann wieder einen Auflieger haben, auf einer Stelle, wo wir offensichtlich die Auflieger bereits überall weg haben. Ja, da verlasse ich die Welt an der Stelle, weil dann macht es keinen Sinn. Wenn die eh immer wieder nachspawnen. Ich dachte, es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Aufliegern und die muss man alle irgendwie zum Lagerplatz bringen oder so. Ich meine, irgendwann muss das Ding auch voll sein, I don't know. Wobei kann es natürlich sein, muss ich mal nachher gucken, ob der Auflieger, den wir gerade zurückgebracht haben, jetzt wieder despawned ist. Was halt durchaus sein kann. Das ist hier nur für eine Rennstrecke. Gut, doch wenn die LKWs eh nur 90 können. War übrigens bei den ersten Versionen von Euro Truck Simulator 2 auch so. Da waren die LKWs auch auf 90 gelimitet. Ja, heutzutage ist es ja auch so. Aber bei den neueren Versionen von Euro Truck Simulator 2 kannst du es halt deaktivieren. Das ging bei den alten Versionen von Euro Truck Simulator 2 nicht. Da gab es dann aber so eine spezielle Mod. Die habe ich bei meiner Retro-Version auch installiert. Und ja, hier, bei dem Spiel kann man es halt auch nicht deaktivieren. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob für Skylar Talk Driving Simulator auch eine Mod gibt, die das deaktiviert. Ich weiß gar nicht, ob es für Skylar Talk Driving Simulator überhaupt Mods gibt. Weil ich sage, das Spiel kam ja noch raus zu einer Zeit, wo Modding und so noch gar nicht so ein Ding waren, sondern wo du die Spiele halt gekauft hast, wie sie sind und dann installiert hast von der CD und das war's. So.
das große Internet gab es damals noch gar nicht. Oder gab es zwar schon, war aber noch nicht so ein Ding. Alter! Warte mal aus hier. Wobei selbst von Euro Truck Simulator 2 die ersten Versionen hatte ich zwar selber nie gehabt und auch nie gesehen, aber im Blog hatte ich Beiträge gefunden, die suggestieren, dass es wohl auch von Euro Truck Simulator 2 tatsächlich Retail-Versionen gab. Ach, da hinten wollen wir rein. Ich will mal vorher mal gucken, ob der Auflieger noch da ist. Ne, der Auflieger ist auch despawned. Da, wo ich jetzt gerade bin, da hat mir der Auflieger abgestellt. Und er ist nicht mehr da. Das heißt, als wir jetzt den Auftrag abgeben, siehst du, da hinten war auch der andere Auflieger, den wir am Anfang abgestellt haben, ist auch nicht mehr da. Ja, okay, das heißt, die Mission, die despawnt endlos. Leg doch mal. Eigentlich gibt es hier keinen Schaden. Hier gibt es nur Punktabzug oder sowas. I don't know. Ey, ist ja gut jetzt. Wobei, Punktabzug ist auch nicht. Dann frage ich mich aber, worum es hierbei geht eigentlich. Ja, siehst du wieder da hinten. Und da waren keine Auflieger mehr. Gut, dann würde ich mal sagen, verlassen wir mal diese triste Welt. Ja. Erledigte Aufträge. Boni für schwere Aufträge. Boni für freies Fahren. Boni. Sammelboni, 30 Punkte. Nice. Siehst du, ich wollte mal ganz kurz gucken. Gibt es jetzt hier eigentlich irgendwie eine Option, alte Aufnahmen wiederzugeben? Aber ich sehe hier nichts. Nee. Was? Nein. Gefährliche Strecken. Nee. Hier kann man auch nicht irgendwie auch für alte Aufnahmen starten. Na gut. Dann machen wir hier. Die große Hauptmap. Uhu. Und das ist tatsächlich eine richtige große Map, also wie gesagt, ist wesentlich kleiner als German Truck Simulator oder Euro Truck Simulator 1 oder 2 oder alles, aber für dieses Spiel ist es zumindest schon mal eine ordentliche Map, die man auch gut befahren kann. Gibt es auch nicht richtige Autobahn und alles. Auf der Map habe ich schon so einige Runden gespielt. Leider gibt es hier, glaube ich, keine Karte. Da gibt es nur dieses kleine Ding. Es gibt aber keine richtige Karte, so wie. Also eine Map halt. Schade eigentlich. Ah, und es ist. Stimmt, da hier. Genau, hier auf der Map gibt es ja sogar NPCs. Jetzt frage ich mich aber gerade, weil da vorne fährt ein LKW. Gibt es jetzt hier eigentlich nur dieses eine Scania-Modell? Weil das ist ja das Witzige unter dem American Truck Simulator. Dadurch, dass man im American Truck Simulator alle LKWs ausschließlich durch Add-ons dazukommen, also durch die LCs, hast du im American Truck Simulator tatsächlich das Phänomen, dass wenn du gar keine DLCs geladen hast, dann kannst du das Spiel gar nicht starten, weil du hast keine LKWs. Und wenn du jetzt nur so ein, zwei LKW-DLCs geladen hast, ja, ist auch ein Scania. Also zum Beispiel hatte ich damals in meinem Vanilla-Setup, wo ich wirklich ein Grundspiel spiele, nahezu ohne DLCs, und da hatte ich dann nur den Kenworth WF900 und den Peterbilt 389.
Und da sind dann auch als, bei den NPCs nur diese beiden LKWs gefahren. Und halt alle anderen Fahrzeuge, also alle anderen Autos, Transporters und so. Aber an LKWs sind dann auch nur die beide gefahren. Was halt schon irgendwie ein bisschen seltsam, das Gefühl war. Dass du wirklich nur dieses eine, diese zwei Modells gesehen hast. Und hier ist es natürlich noch schlimmer. Weil hier gibt es aber wirklich nur dieses eine LKW-Modell. Und alle LKWs, die rumfahren, ist genau dieses eine Modell hier. Was halt schon echt auf Dauer schon seltsam sein dürfte. Muss man ja schon mal sagen. Und ich weiß nicht. Ach, guck mal, hier ist eine Autobahn. Flughafen. Ich glaube, wir sind sogar gerade auf dem Teil, weil diese Map ist tatsächlich zweiteilig. Also so wie man es vom ETS kennt. ETS 2. Du hast deine Basis-Map. Wow, das ist gerade geflogen. Hier gibt es aber keine Wiederholung, ne? Nee, hier gibt es auch keine Aufzeichnung. Schade eigentlich. Und tatsächlich ist es so, dass, wie gesagt, ich habe jetzt hier diese Extended-Version. Und bei der ist diese Map jetzt hier vergrößert worden. Und wir fahren nämlich jetzt gerade auf dieser Extended-Map. Ich habe da sogar ein Bild, wo man das ganz gut sehen kann. Ich muss mal gucken, ob ich das Bild finde. Ich mache mal kurz hier Workspace in the Space. Ich gehe mal hier kurz weg und dann gucken wir mal ganz kurz. Persönliche Files Scania. Nein. Scania. Da. Wir waren gerade hier beim Flughafen. Und wie gesagt, das Weiße ist quasi die Grundmap. Man sieht schon relativ groß. Wie gesagt, für die anderen Maps, die in diesem Spiel vorkommen, ist das halt die größte Map. Die größte Map. Vor allem halt komplett befahrbar. Wobei hier hinten schon zwei Straßen weg, die keine Ahnung. Aber sonst ist halt alles befahrbar. Wobei ich hier hinten mal gucken möchte, ob man das hier auch befahren kann, diese Nebenstraßen. Können wir gleich mal gucken. Ja, und wie gesagt, das Grüne hier, das ist alles dieses Extension. Und das ist halt nur bei dieser Extended-Version mit dabei. Und wir waren gerade hier hinten irgendwo, glaube. Muss ja jetzt der einzige Flughafen hier, der so aussieht. Mehr Flughäfen gibt es ja hier gar nicht. Zumindest sehe ich gerade keine. Ja, ja, ich würde mal gerne hier hinten hinfahren. Ich halte mal kurz das Bild hier nebenbei offen, damit ich ungefähr weiß. Weil wie gesagt, in-game haben wir leider keine Map. Sad life. Wir fahren jetzt auf der Straße. So, dann müssen wir da vorne nach links abbiegen und dieser Straße dauerhaft folgen. Dann kommen wir quasi wieder zur Base-Map. Mit der Base ins Gesicht und rückwärts halt du wie in das Tal. Ich muss hier rum. Ah, nee. Hier muss ich rum. Diese Lenkung ist so schwammig, dass es schon fast Spaß macht. Du kannst ja wirklich so spielen, wie als wenn du mit so einem... kennt man vielleicht aus GTA San Andreas diese komischen Boote, die auch auf Land fahren können, die mit so einem Luftkissen arbeiten. So fühlt sich das hier ungelogen an. Es ist halt so eine indirekte Steuerung, dass es schon funny ist. So, da vorne gehen nach links. Traktor. Ah, guck mal, hier ist auch Bauarbeiten. Cool. So, der Straße jetzt am besten nach links folgen. Bin ich hier mein eigenes Navi? Oh! Wusste gar nicht, dass mir umfallen kann. Oh, und der Gang spielt schon wieder verrückt. So, und der Straße müssen wir einfach folgen. Sehr geil. Ah, da vorne ist gerade ein... Achso, nee, ist der LKW aufgeploppt. Da hat gerade schon das gerade ein Auflieger aufgeploppt, aber nee. Boom, haha. Ja, aber ist das echt nur dieses eine einzige LKW-Modell? Ich meine, man sieht schon, dass es hier nicht um die LKW geht, weil man kann den LKW auch nicht verändern. Nicht mal irgendwie upskillen oder sowas. Man kann hier, glaube ich, nicht mal speichern. Man kann hier nicht mal irgendwie... es ist wirklich... Man spielt so lange, wie man spielt, oder beendet man das Spiel irgendwann... Und fängt dann halt komplett von vorne wieder an. Also, es ist halt komplett Arcade-mäßig.
Das ist schon irgendwie. Ist auch der einzige Grund, weswegen ich mir diesen Skyline Truck Driving Simulator jetzt geholt habe. Weil der halt so anders ist. Das ist halt so überhaupt nicht das, was man von SCS-Software gewöhnt ist. Ja, alle bisherigen Spiele, selbst die ganz, ganz alten, diese 18 Wheels of Steel-Geschichten, waren doch irgendwie alle gleich. Das war so ein gewohntes Umfeld. Klar, am Anfang konnte man bei 18 Wheels of Steel konnte man noch gar nichts machen mit den LKWs. Dann mit dem Eurotruck-Simulator konnte man zumindest schon mal ein bisschen ein paar Stats, also man konnte die Reifen upgraden, die Motorleistung upgraden, was war das dritte? Die Bremsen, glaube ich, konnte man upgraden. Also nicht die Reifen, sondern das Handling konnte man upgraden, was letztendlich die Reifen halt waren. Schätze ich mal. Und das war's. Dann mit dem German Truck Simulator. Was muss ich überlegen? Nee, beim Euro Truck Simulator 1 hattest du gar keinen eigenen LKW. Oder hattest du einen, aber du konntest den nicht upgraden? Oder ich weiß es gar nicht, das soll jetzt auf den Kopf. Auf jeden Fall spätestens beim German Truck Simulator hattest du halt einen eigenen LKW. Aber du hattest keine eigene Garage oder sowas, sondern du hattest nur deinen eigenen LKW, mit dem bist du immer gefahren. Aber wenn du dir einen neuen geholt hast, hast du den alten damit quasi weggestellt. Ach nee, so war das beim Euro Truck Simulator. Oh, Alter, jetzt gerade ganz gefährliches Halbwissen hier. Na, auf jeden Fall, Fakt ist, am Anfang konnte man halt kaum was machen. Dann mit dem German Truck Simulator konnte man schon eine Werkstätten haben, auch wenn ich das System nie verstanden habe, weswegen ich das nie genutzt habe. Deswegen kam ich auch gerade ein bisschen durcheinander. Eben, aber du konntest schon Werkstätten haben und auch Mitarbeiter. Und ja, dann mit dem Euro Truck Simulator 2, da kam dann erst wirklich das Tuning und das Anpassen der LKWs hinzu, wie wir es heute kennen. Also, dass du halt wirklich verschiedene Bauteile anbringen kannst, damit du wirklich direkt einen Motor auswählen kannst und nicht einfach nur sagen kannst, also, weil früher bei dem German Truck Simulator war es wirklich einfach so, du hattest einen Motor und du hattest für diesen Motor einen Skillwert. Der ging halt von 1 bis 3. Am Anfang hast du mit 0 gestartet und ne, dann hast du ihn einmal upgraded, dann war der auf Stufe 1, beim nächsten Mal upgraden war er auf Stufe 2 und beim nächsten Mal upgraden war er auf Stufe 3. So, du hattest keine Angabe, was das eigentlich bedeutet, was für eine Leistung der jetzt hat, was für ein Motor das überhaupt ist. Nix. Niada. Niente. Aber, ne, das war so damals so. Oh, schade. Ist ja gut jetzt. Holy shit. Da kriegst du ja Angst. Ich würde gerne mal hier die Wege... Oh, okay. Das heißt, diese ausgegrauten, diese gräulichen Wege sind tatsächlich allesamt Wege, die man gar nicht befahren kann, sondern die nur dekorativ da sind. Ja, okay, verstehe. Dass es hier mit der Steuerung so scheiße ist. Ich meine, ich könnte mal, solange wir uns hier umgucken, kann ich mal kurz die Steuerung umschalten auf Tastatur only. So, dann habe ich jetzt nämlich tatsächlich die Maus frei und kann hier so... Züge. Fahren ja auch Züge? Vor allem Züge fahren natürlich wie auf einer Straße. Ganz klarer Fall. Wobei es ja früher auch schon so war, also auch heutzutage noch bei ETS so ist, dass du teilweise, wenn du Brücken hast, die du von oben eh nicht sehen kannst, dass dann da oben drauf Sachen sind, die eh nicht stimmen. Aber in der Regel hast du bei ETS so, dass du oben dann gar keine Textur hast. Das heißt, du kannst von oben durch die Brücke durchgucken. Aber hier hat man halt sich wirklich einfach eine Straßenbrücke genommen. Was auch schon irgendwie funny ist. Weil entweder haben sie hier einfach eine Brücke genommen, die irgendwas anders auch existiert für Autos. Oder sie haben diese Brücke echt speziell hierfür designt und haben aber, warum auch immer, hier oben drauf eine Straße designt. Vor allem, warum ist die Brücke so breit? Du hast halt hier links, hast du halt massig Platz. Das heißt, auch aus der Richtung siehst du die Züge kaum. Obwohl, doch, siehst du schon. Wenn du hier so ankommst, siehst du die Züge doch schon. Ja, wie man sieht hier, ne? Schon eine richtig schöne große City. Kannst du schon richtig schön Zeit verbringen. Wie gesagt, bei weitem nicht so viel wie mit dem Eurotruck Simulator oder so. Keine Frage.
Aber es macht schon Fun, hier rumzufahren. Ich muss zugeben, die ganzen Aufträge habe ich noch nie gemacht. In den 2 Wochen. Guck mal hier. Da. Ah, siehst du? Jetzt ist hier die Maus. Ich, in der Kamera. Ich bewege die Maus nach hinten, nach links. Aber die macht so ganz komische Bewegung. Und wenn ich sie langsam bewege, kann ich sie nahezu gar nicht bewegen. Ne? Man sieht auf der Kamera vielleicht so ein bisschen, dass ich meine Hand nach links bewege. Aber das Bild bewegt sich nur nach oben und unten. Ganz kurios. Und wie gesagt, das ist immer bei Älteren, die DirectX spielen. Das ist irgendwie immer dann, ich schätze mal, das liegt daran, während der Fahrt wird ja die Maus immer wieder zurück zur Mitte gesetzt. Damit du halt dieses Delay der Maus von Frame zu Frame einfach an der absoluten Position bestimmen kannst. Ne? Das heißt, normalerweise arbeitet ein Spieler halt damit, die Maus ist in der Mitte und um die Bewegung der Maus zu beobachten, wird einfach geguckt, wo ist die Maus. Das heißt, wenn die Maus in der Mitte ist, hat sich die Maus logischerweise gar nicht bewegt, weil sie war am Anfang in der Mitte. Wenn man jetzt aber die Maus nach da bewegt und sie jetzt hier ist und das Spiel also guckt, wo ist die Maus, dann merkt es, okay, zwischen hier und der Mitte ist der und der Unterschied, also in der X- und in der Y-Richtung. Das heißt, so weit hat sich die Maus bewegt und schiebt dann die Maus zurück in die Mitte, damit man in der nächsten Frame wieder gucken kann, wie weit sich die Maus bewegt hat. Das heißt, wenn man die Maus nach rechts bewegt, bewegt man sie mal ein Stück nach rechts, dann wird sie wieder zurückgesetzt, man bewegt sie wieder nach rechts, wird wieder zurückgesetzt und das Ganze immer wieder. Und dadurch bleibt die Maus, solange man im Spiel ist, in der Regel immer in der Mitte. Sobald du aber in diesem User Interface bist oder halt bei dem Spiel in dem Modus hier oder in ähnlichen Modusen, wird die Maus halt nicht zurückgesetzt. Und dadurch kann es wohl sein, dass die Maus an den Rand des Bildschirms wandert, worauf halt DirectX nicht ausgelegt ist. Und ich schätze mal, dadurch kommt es zu diesen Bugs. Dass das Spiel Sachen macht, worauf DirectX nicht ausgelegt ist. Oder zumindest worauf Wine nicht aufgelegt ist. Oder die Wine-Implementierung von DirectX oder was auch immer. Auf jeden Fall scheint es da an den Stellen zu hapern. Das Schöne ist, bei dem Spiel sehen die Vögel von Weitem besser aus als... Nee, von unten sehen sie auch aus wie fliegen unter Tassen. Ich nehme alles zurück. Warum sehen die Vögel von nahen immer so gut aus, aber von davon, wo man sie eigentlich sieht, vom Fernen, sehen die aus wie fliegen unter Tassen. Das sind fliegende Rechtecke. Das sind doch keine Vögel. Holy shit. Boy. Ja. Ich will immer irgendwelche Sachen aufploppen. Genau, und hier ist dieses Extended. Hier ist wieder die Extended Map. Genau. Oder? Wo bin ich hier eigentlich gerade? Ach nee, das ist noch Teil der normalen Map. Oh, da hat das schon das Schiff, was sich gerade bewegt. Ist auch noch alles die normale Map? Ob man hier wohl auch langfahren kann? Ob es hier wohl richtige Missionen gibt? Guckt euch das an, Alter. Richtig, richtig schön ausgearbeitet. Eigentlich könnte man aus dem Spiel so viel machen, ey. Deswegen, also man muss schon sagen, gerade die älteren Spiele, gerade das Spiel hier auch, war seiner Zeit so weit voraus. Ich meine, das Spiel kam 2008 raus. Und es gibt heute noch Simulatoren, die beschissener aussehen. Und zwar weitaus beschissener. Und das hier sieht schon richtig gut aus. Und das für ein Spiel, was 2008 rauskam. Mehr als 10 Jahre. Mittlerweile sogar 15 Jahre. Holy shit. Ah, genau, der Zweck hier kam dazu. Das heißt, wahrscheinlich ging die Straße hier hinten nur bis hierhin. Und die Baustelle an sich war aber geschlossen. Und jetzt mit der Extension kam dieser Bereich jetzt auch dazu. Ist jetzt also die ganze Zeit befahrbar. Aber egal, ich wollte mal gucken. Vor allen Dingen würde ich gerne mal gucken, ob es hier Züge gibt. Also, ob hier irgendwelche bewegten Sachen gibt.
Ach, und das hier ist übrigens dieser eine Autobahnring. Der hat man auch im Bild gut erkannt. Das hier ist ein großer Autobahnring. Der geht hier durch die gesamte Map einmal hin. Der geht da hinten einmal im Kreis rum und kommt dann hier wieder zurück und bildet quasi damit so einen Autobahnstreckenabschnitt. Wie ist das? Mal gucken. Also ich schätze mal, das ist wirklich echt die einzige Bahnbrücke hier im gesamten Spiel. Ist ja schade. Und die Frage ist, fahren die überhaupt Züge? Aber das kann man schnell rausbekommen. Na, ich glaube mal nicht. Wow. What the fuck? Hä? Warum war die Skybox unten so abartig krank designt? Also abartig krank im guten Sinne, ja. Nicht, dass jemand denkt, dass. Ja, aber nee, hier gibt es ja mal keine Züge. Aber massenhaft Pedestrians. Schade eigentlich, schade eigentlich. Schon wieder. Alter, diese Textur da unten. Das ist ja der Teufel persönlich, ey. Boah, sieht das krank aus. Alter, what the fuck? Okay, das sieht echt nicht schlecht aus. Das sieht echt nicht schlecht aus. Ach so, hier ist ein Tunnel. Ja, gut. Hey. Hier sind Straßen eingezeichnet, die gar nicht existieren. Hier ist eine Straße. Aber die geht ja gar nicht weiter. Obwohl sie in der Map schon weitergeht. Ah, guck mal, hier ist auch S-Bahn. Also Züge halt. Ich dachte, das ist eine Autobahn. Wie die Dinger halt hart blinken, ey. Oh, jetzt frage ich mich, ob wir auch Züge langfahren. Aber scheinbar nicht, sonst bist du, würden wir welche sehen. Weil Züge gab es tatsächlich auch schon früher in SCS-Games. Die gab es sogar schon in zu Elden Wheels of Steel-Zeiten. Wobei das super witzig implementiert war. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Elden Wheels of Steel. Glaube bei Elden Wheels of Steel Longhaul. Da gab es auch Stellen, wo Züge gefahren sind. Das war aber nichts weiter als NPC-Autos, wo einfach das NPC-Auto halt nicht aussah wie ein Auto, sondern wie ein Zug. Das war einfach ein Objekt, was sich auch als ein Objekt bewegt hat. Was natürlich so lange wie Ding eh nur auf einer geraden Strecke gefahren ist, nicht aufgefallen ist. Aber dann, spätestens seit German Truck Simulator gibt es halt, glaube ich, auch so Züge. Und die können, glaube ich, auch schon. Ich weiß halt nicht. Ich habe bei German Truck Simulator nie einen Zug gesehen, der um eine Kurve gefahren ist. Das heißt, das hier wäre dann das erste Spiel, wo Züge auch tatsächlich um Kurven fahren können. Wo sie also nicht nur einen Start und einen Endpunkt haben und zwischen denen hin und her pendeln oder einfach immer wieder repeated fahren, sondern wo sie tatsächlich einen Track haben. Also eine richtige Spur, der sie folgen. Also alles solche Sachen, die müsste man sich eigentlich mal so im Let's Show mal so angucken, wie so ältere Spiele aufgebaut sind und mal ein bisschen so Hunting betreiben, um zu gucken, wie Spiele so eigentlich ticken. Oh, das ist ja richtig ausmoduliert. Lol. Weißt du, die Bäume, die 10 Meter entfernt sind, sind bloß PNG-Bäume. Aber so ein Schiff, was 300 Meter entfernt ist, das ist richtig ausmoduliert. Na, vielleicht damit, wenn man es von verschiedenen Seiten aus betrachtet. Eva, man sieht es ja hier wirklich von verschiedenen Punkten. Man sieht es gar nicht. Wow. Hä? Von welcher Position aus soll man das Schiff bitte schön sehen? Hä? Man sieht das Schiff original gar nicht. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Man sieht das Schiff gar nicht.
überall, wo man langfahren kann, ist man zu tief. Die haben dort ohne Scheiß ein Schiff hingebaut, das man nie sehen kann. Weil jetzt immer irgendwelche, hier ist Tunnel, hier ist ein Berg, da hinten ist eine Schutzwand. Du kannst das Schiff da hinten eh nie sehen. Warum haben sie da hinten ein Schiff hingebaut? Fragen über Fragen. Ja. Na gut, dann sollte das mit dieser Folge auch gewesen sein. Wir haben nichts Neues gelernt. Außer, dass es im Spiel sehr geile Skyboxes gibt. Nice. Gefahrenstrecke 7. Ach, guck mal, für Gefahrenstrecke kriegt man auch 7. Deswegen hatten wir bei der alten Aufnahme auf einmal Punkte gehabt, obwohl wir gar keine Punkte gehabt haben. Also, obwohl wir nichts gemacht haben oder rumgefahren. Naja. Jürgen. Dann soll das mal für die Folge gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Folgen mache. Irgendwie. Ich meine, ich könnte noch ein bisschen freie Fahrt machen, aber. Ich weiß nicht, ob sich die Strecke hier wirklich lohnt, um da noch so. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube aber nicht, dass. Erstens gucken eh nicht so viele Leute meine ETS-2-Videos. Und ich glaube nicht, dass die paar, die das gucken, sich für sowas interessieren. Ja, wenn da ein paar Leute mit dabei sind, rein zufällig, können wir später auch noch machen. Also wenn sich denn in 2-3 Monaten jemand meldet und sagt, jo, bitte, kann ich immer noch nachreichen, so eine Videos, hier mit dem Spiel, bis ein paar Missionen zu machen. Aber das Problem ist bei dem Spiel, du hast halt keinen Fortschritt. Ne? Du hast halt dieses, ist halt rein Arcade-mäßig. Also, wir würden halt in jeder Folge wieder von vorne beginnen. Und man kann ja auch nichts machen, so außer Punkte sammeln. Man kann ja, wie gesagt, kein LKW kaufen, kein LKW tunen, nichts so. Deswegen mache ich auch keine Let's Plays vom German Truck Simulator oder sowas. Beziehungsweise vom German Truck würde es sich sogar noch lohnen. Aber solche Sachen wie 18 Wheels of Steel, weil du hast halt einfach kaum Sachen, was sich für ein Let's Play lohnt. So, du kannst halt kaum was aufbauen. So, ne? Das ging halt alles wirklich erst so mit dem German Truck Simulator los. Ich meine, wie gesagt, beim Euro Truck Simulator hast du, glaube ich, auch schon einen eigenen LKW. Und kannst dir auch neue holen. Aber du hast halt keine richtige Firmenstruktur oder sowas. Schwierig. Und hier ist es halt noch schlimmer, weil es halt typisch Arcade ist. Na, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gut, auf jeden Fall, wie gesagt, für die Folge soll es erstmal gewesen sein. Und damit auch erstmal für Scania Truck Driving Simulator. Und dann geht's für euch ab morgen. Ja, doch, wahrscheinlich wieder mit ETS 2 los. Weiter. Und dann mit ATS. Bis dann.